Die bösen Ubisaftler. Ja, warte mal, da war was. Ah, guck mal nicht hin, oder? Doch. Da drüben ist nur was. Ah, haben wir es doch. Runterladen! Was? Ubisoft Confidential? Löhle. Was hat ein Ubisoft vor? Ich mach da mal mit. Sind wir jetzt bei Welcome to Mars oder was? Haben wir Ubisoft gesaftet. Okay, das sollte uns Follower bringen. Überlass das mir. Ich hab den Kontakt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Neuer Trailer ist Schrott. Neuer Trailer ist krass. Neuer Trailer ist halbwegs okay. Ach, schreibst du nebenbei Spielkritiken, Wrench? Ich versuch's. So, jetzt müssen wir hier wieder lebend runterkommen. Das ist das. Das ist nicht mal so leicht. Gehen wir hier hin. Das geht noch. Oh, hier eher weniger. Hier geht's hin. Da geht's hin. Da geht's hin. Da geht's hin. Und da geht's auch hin. Läuft! Oh, das nehme ich. Okay, wir machen uns ein bisschen lächerlich gerade. Aber hey, GTA San Andreas hat's auch geschafft. So. Dann machen wir noch eine Mission. Und dann werde ich mal speichern. Blumen erledigen, was ist das da? E-Card Challenge. Hackerkrieg. Hackerkrieg hört sich sexy an. Den Ursprung der Katze finden. Das ist eine Idee. Das Mistviech geht man nämlich so am Säckele, dass es nicht mehr weitergeht. Ja? Ich habe mir jetzt mal einen Norwegen Roller hier ausgeliehen. Ich fahre auch jetzt wie eine Frau. So ungefähr halt. So, also wie gesagt, ich fahre jetzt einmal wie eine Frau. Ups. Einmal wie eine Frau fahren. Das will jeder. So, dann müssen wir natürlich auch reagieren wie eine Frau. Darum fahren wir jetzt links. Ja, wie es bei Frauen ist. Falsche Richtung. Aber immerhin haben die einen Turbo drin. So. Das Katzenviech geht mal langsam im Sack. Oh! Du dummer Bulle, Entschuldigung. So, wir müssen irgendwie jetzt die Bullen loswerden. So. Die hat mal los. Die Frage ist nur, wie lange. Die sehen mich. Und die fahren wir sicher hinterher. Oh, Scheiße. Ihr braucht keine Unterstützung. Ich versuche mir, vielleicht kann ich das mit einem Auftrag hier umgehen jetzt. Das wäre nämlich nice. Die Hecken oder was? Lass mich rein, du Bauer! G
geht's nur? Seid ihr wahnsinnig? Lasst mich rein. Boah, wir hauen einfach ab. Hier kommen sie eh nicht rein, oder? Oder doch? Die schießen mal das Hauptquartier zusammen. Richtig geil. Aber da geht's richtig rund. Ist aber ein guter Trick. Jetzt ist nur die Frage, kommen die rein oder nicht? Die kommen rein! Also bin ich weg. Würde ich sagen. Hauen wir schnell ab. Nein, da ist ein Bruder rechts von mir! Scheiße! Gehe auf den Boden! Nee, geh ich nicht. Tschüss, Bulle! Wow, hinter mir. Trick 17. Geh in deine Basis, hast du die Bullen los. So. Dann schauen wir mal, was der geht. Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich um eure erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? Ist ein Haufen Loser, die eure Newsfeeds spammen. Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Das hört jetzt auf. Ich erteile jetzt DeadSec eine Lektion. Und DeadSec. Wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Ist es jetzt eine Frau oder ein Mann? Ich check's immer noch nicht. Dieser Speckbärt hier. Hört sich an wie eine Frau. Wie eine äußerst hässliche Frau. Sag, dass das nur Kiki ist. Es ist nur Kiki. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still, verdammt! Oh. Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch für diese Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DeadSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Da flippt er, der Kleine. Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen das clever angehen. Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. Die Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Natürlich gehen wir nicht klein bei. Ey, wer sind wir denn hier? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Genau, Krieg. Die Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Wir brauchen Saft. Saft, jetzt habe ich den Scheiß im Kopf wieder. Arbeitet dieses weiter Lied an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Schon wieder hacken, das haben wir doch schon. Ich glaube, das ist jedes Mal wieder da. So, ich würde sagen, wir verbieseln uns. Und machen diesen Kiki-Scheiß-Drecksbombs-Dingsbomsen weg, weil dieses Katzenviech geht mal ziemlich am Senfgürkchen. War klar, dass jemand auf dickes Rohr hier reagiert. Das war mir klar. Ich dachte zwar, das Chivago, aber so dick scheint es dann wohl nicht zu sein. So, also, gehen wir weiter. Oh, die Karre ist gut. Das Rosene nehme ich nimmer. Das bringt Unglück. Das ist einfach. So, wir müssen. Moment mal. Wir müssen zur Map. Wir müssen. Da. Jawohl, 2 Meter, da brauche ich aber nicht mal ich eine Markierung. Das find sogar nur ich. Markus, hast du eine Sekunde? Klar. Kann man den jetzt umfallen? Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten, die er ausspuckt, sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Hab schön eingepackt, finde ich. Gut, dass ich das nicht war. Wie eine Frau.
So, da können wir eh rein, oder? Wir müssen hier 10 Meter. 10 Meter. Wo ist denn das? Lol. Ein Verarschen? Das muss innen drin sein. Okay, das sieht aus wie ein Club. Dann sag ich mal, schmeiß die Fuffis durch den Club. Schmeiß die Fuffis durch den Club. Lass mich rein hier. Also als erstes einmal habe ich mal ein Bierchen verdient, glaube ich. Acht dicke Rohre. So, Mahlzeit. Und dich soll ich hacken wahrscheinlich, oder? Nee, mit dir muss ich diskutieren. Dann diskutieren wir. Wir reden nur, ich tue ihm auch nichts. Oh, das ist der Specki da. Und rechts ist auch so eine Megatransen, ey. Schaut euch mal die rechts an, ey. Das ist doch nicht gerade ein Vibe. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Die Alte hat der Alten eine gegeben. Ey, aber hässlich, die alle zwei nicht nehmbar, eine öffentliche sorry. Übertragung. Dass DedSec nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Pepp es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an. Ist das eine Kampflesbe, alter Falter? Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als was passiert, wenn man dir jetzt einen fetten Burger ins fette Maul stopft? Erstickt sie dann und ich hab meinen Frieden? Also dann, oder frisst sie ihn und sagt noch mehr davon? Ich denk da gerade drüber nach. Das ist die hässlichste Frau, die ich je... Falls es überhaupt eine Frau ist, ich frage mich immer noch. Die ich je gesehen habe. Ungustiriös, würde ich jetzt. Aber der Laden ist cool, das muss ich jetzt auch sagen. Der ist geil. So, wir müssen jetzt ein bisschen klarkommen hier. Gehen wir raus da. Da drin stinkt's mal zu viel. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt. Rhonda Steiner. Ich schick Ghouli, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Oh mein Gott. So, das hätten wir. Wir müssen der Runde. Oh, der ist ja wie neu. Jetzt nimmer. Boom! So, wir machen die zackige Variante. Oh, lass da. Och, lasst mich doch vorbei. Alter, mein Fahrstil ist so geil einfach nur. So geil. So, wir fahren hier nach rechts noch ein bisschen. Wir müssen da rauf. Oh, Entschuldigung. Scheiß Baum. Abkürzung. Ach, scheiß drauf. Ich geh zu Fuß. Das ist immer zu blöd, da rauf fahren, ey. Nehmen wir oben ein neues Auto. Da, raus hier. Oh, ist gerade nichts anderes da. Das ist aber Port Tesla, Mann. Wir müssen da lang. Ist die Karre scheiße. So, ich hoffe, dass das eine Abkürzung ist, was ich hier mache. Keine Ahnung, aber es sieht gut aus.
Oh, Sperrgebiet. Das finden die nicht lustig, da wird die... Nein, ich bin schon weg. Ihr seid schon wieder unter euch, Mafiosis. So, das wird ein Jump jetzt. Wuhu, Baby! Scheiße. Shit happen. Aber schön gehüpft bin ich. Schön gehüpft bin ich. Und... Gut geparkt. Da kann keiner was sagen, wie geil ich geparkt habe hier. Läuft, ne? Party, man. Wir könnten lustig sein. Wir sind sein. In der Bar in Sausalito. Komm doch rüber. Verlass dich drauf. Perfekt eingepackt. So, jetzt müssen wir hier... Oh, Entschuldigung, Missverständnis. Wir nehmen natürlich das geile Auto. Oh, mit dem kannst du aber gut fahren. Ist das eine Elektrokarre oder was? Warte mal, wir müssen das anders machen. Das geht so nicht. Ich brauche einfach eine Markierung, dann geht es ab Spur leichter. So, da, Hammer. Ich mach mal eine Markierung für sowieso, wo ich will. Das ist auch geil. Oh, Scheiße! Oh, schöne Pirouette. Wir kommen jetzt da unten wieder raus. Alles klärchen, weiß wie. Wir müssen da rüber. Oh, Kacke. Das ist halt ein schöner Geländewagen. Das ist Cabrio. Und er fährt gut durchs Gelände. Wirklich gut. Ich hab schon schlimmere Fahrten hier gehabt. Danke fürs Abbremsen. So, hier sind wir bald. Da ist das Katzenviech-Dings. Die Mission. Da ist ein Sperrgebiet mit einer riesigen, fetten Kohleflasche. So, was müssen wir machen? Das hacken, ne? Nehme ich an, oder? Ein bisschen aufpassen, weil hier sterben. Boah, das wird ein Problem werden hier. Ne, warte mal, da hinten ist Sperrgebiet. Hier kann ich ja noch. Okay. Also, Hippie. Was geht ab mit deiner Kackfrisur? Automatenhacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkartenskimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Das. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.